Hallihallo, JG Bonsai mit einem kurzes Video-Update, nur schnell. Ich dachte, ich muss das kurz zeigen, weil sonst schneide ich ihn dann wieder und man sieht es nicht. Und darum dachte ich, okay, ich zeig's kurz. So sieht er heute aus. Ich drehe ihn schnell. Ich weiß, man sieht es nicht so gut wegen dem Hintergrund, aber ich wollte es einfach auf die Schnelle machen. Ja, so sieht er heute aus. Und jetzt könnt ihr auf meinen YouTube-Kanal gehen und nachschauen, wann ich den zurückgeschnitten habe. Das ist die japanische Ulme, wo ich zurückgeschnitten habe. Und das war am 11. Juni. Und heute sieht er schon wieder so aus. Und wenn ich jetzt ranzoome dorthin, wo ich geschnitten habe, überall, dann sieht man zum Beispiel hier, sieht man gut, hier habe ich geschnitten und so sieht es jetzt aus. Oder zum Beispiel hier, hier unten habe ich geschnitten, man sieht es gut, da geschnitten, so, hier geschnitten, überall. Wo sich geschnitten haben, sind die langen jetzt gekommen. Und hier sieht man es auch gut, wie sie schon parat sind hier. Ja, das ist eben, wenn sie dann mehrmals, wenn man sie schneidet, kommen sie wieder, kann man sie wieder schneiden. Nur kurz zeigen wollen, wie es ihnen geht. Gesundheitlich seht ihr selber hier. Das ist eine japanische Ulme. Also top. Es wirkt, es funktioniert, es wächst und das ist das, was wir brauchen bei dem Bribonsai. Das muss wachsen, damit wir schneiden können, damit wir Äste bekommen, damit wir Volumen bekommen. Und das ist das, was wir anstreben mit unserem Düngerplan und mit unseren Produkten. Und es funktioniert einwandfrei, alles tipptopp, ihr seht selber. Ja, jetzt schneide ich ihn wieder in die Silhouette rein, damit eben dann wieder wachsen kann und wieder zwei Äste rauskommen und so vermehren wir es dann. Dann gibt es 2, 4, 8 etc. Das war es kurz alles, ich wollte es einfach schnell zeigen, wie es aussieht vom 11. Juni bis heute, was gegangen ist. Und ja, das war es eigentlich von meiner Seite, bleibt dran. Und bis zum nächsten Video. Bleibt alle gesund. JG Bonsai. Ciao zusammen.